Hallo und herzlich willkommen zu diesem Online-Training, diesem Workshop. Schön, dass du dabei bist. Und in diesem Workshop geht es um Folgendes. Und zwar, wenn du eine Arbeit fünf oder mehr Einkommensströme generieren kannst, ohne dafür sichtbar oder bekannt sein zu müssen. Du kannst sogar auch vollkommen anonym auftreten, wenn du möchtest. Du kannst auch sehr viel outsourcen, wenn du möchtest. Das heißt, wir werden hier ein Thema behandeln, mit dem du dir ja ein nachhaltiges und lukratives, profitables und seriöses Online-Business-System aufbauen kannst, das für dich praktisch arbeitet. Und ich würde sagen, wir werden die Fragen ganz zum Schluss beantworten. Ja, du kannst Fragen jetzt in den Chat reinstellen, ist auch kein Problem, aber beantwortet werden wir die Fragen dann zum Schluss oder ich in diesem Falle. Und ja, eins vorab dann noch, ich werde jetzt diesen Screen hier, meinen Screen wegtun, ja, minimieren, weg. Weil es geht hier nicht um mich, es geht heute um dich. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Du sollst davon profitieren, du sollst vieles mitnehmen und es geht hier gar nicht hier um mich. Null, nada, nichts. Also, ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Also, los geht's. Und zwar, wie du mit einer Arbeit fünf oder mehr Einkommensströme generieren kannst, ohne dabei bekannt oder sichtbar sein zu müssen. Ja, und was erwartet dich heute im Training? In dem bisschen Zeit, die wir gemeinsam haben, ist mein Ziel, dir Folgendes zu verraten. Du wirst das enorme Potenzial von diesem Online-Business, dem Amazon-Steinzeit-Business erfahren, selbst wenn du blutiger Anfänger bist. Du wirst ganz genau verstehen, wie du dieses Online-Business umsetzt und damit deine Ziele erreichst, dank der 6 Schritte, die ich dir vorstellen werde. Dieses Training ist nicht für dich, wenn du schnell reich werden möchtest. Geld verdienen willst, ohne dafür etwas zu tun und nur jammerst. Und das funktioniert dann einfach nicht. Das Training ist perfekt für dich, wenn du ein seriöses Online-Business aufbauen willst, ein profitables Online-Business aufbauen möchtest, das dir ein passives Einkommen einbringt und wenn du bereit bist, für deinen Erfolg etwas zu tun, bereit bist, das Gelernte auch umzusetzen, ganz wichtig, und endlich erfolgreich werden möchtest. Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu warten. Das sagte auch einst Albert Einstein. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen, mein Name ist Eugen Grinschok, ich komme eigentlich aus der IT, ich war IT-Berater und mein Start in die Woche sah so aus. Jeden Montag, ja, habe ich 3 Wecker gehabt, mindestens 3 Wecker, der um 4 Uhr angefangen hat, damit ich rechtzeitig rauskomme, ab in den Zug steigen kann, sehr früh und dann gegen 8, spätestens 9 im Büro zu sein, irgendwo in Frankfurt oder was weiß ich wo. Und ich komme eigentlich aus München, das heißt, das ist schon eine Strecke. Ja, und ja, um da Meetings zu machen, Kunden zu treffen und dann meistens so gegen Abend dann irgendwann mal wieder ab ins Hotel. Das heißt, ich habe aus dem Koffer gelebt im Hotel und das ja 4, 5, teilweise sogar 6 Tage die Woche. Und du kannst dir vorstellen, du bist dann gestresst, hast keine Kraft mehr, weil du eigentlich nie zu Hause bist. Und das ist das, was mich ziemlich, ziemlich genervt hat. Und ich dachte mir, hey, irgendwie gibt es was anderes. Das ist nicht mein Lebensziel, nicht mein Lebenstraum. Und es gibt was anderes, muss es anderes geben. Ja, weil mein Warum ist es, mehr Freizeit zu haben, unabhängig von Zeit und Ort zu sein am besten auch. Mehr reisen, arbeiten, wann und wo ich möchte. Und eigentlich, wenn man es kurz zusammenfasst, einfach Freiheit. Das ist für mich mein größter Wert und deswegen habe ich gesagt, okay, es muss was anderes geben. Ich habe was gefunden, ja, das Amazon Steinzeit-Business eben und konnte damit im ersten Jahr über 18.187,92 € verdienen. Hier siehst du auch einen Screenshot aus meinem Dashboard und daher die Frage vielleicht, was kann man damit verdienen? 1.000, 2.000, 5.000 Euro oder auch mehr pro Monat ist damit ohne weiteres möglich. Ja. Also fragte ich mich dann auch, was würde denn passieren, wenn ich meine Strategie, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung packen würde, welches dann jedem erlaubt, sich ebenfalls ein vierstelliges passives Einkommen aufzubauen und das komplett automatisierbar und vor allem skalierbar. Ja, also möchtest du nun erfahren, mit welchen einfachen Schritten ich das geschafft habe? Gut, denn du wirst erfahren, wie du mit einem kinderleichten Schritt-für-Schritt-Prozess ein vierstelliges passives Einkommen pro Monat generierst. Und dazu haben wir 4 Schritte, also 4 Themengebiete, sage ich mal,
Das sind 6 Schritte, aber 4 Themengebiete. Einmal sind es Fakten, da gehen wir um die Fakten rein für alle Zahlen, Daten, Fakten, Menschen. Ja, ganz wichtig ja auch. Es soll ja auch bewiesen sein, dass das Ganze auch funktioniert und warum es funktioniert, warum es so lukrativ ist. Dann gehen wir auf das System an sich hinein, dann auf die Skaliermöglichkeiten und natürlich, was ja viele auch interessiert, die Verdienstmöglichkeiten, ganz klar. So, meine Herausforderung ist einfach, wie bringe ich nun 7 Jahre, über 7 Jahre Erfahrung im Bereich Marketing, Amazon KDP, ja, 57.000 Euro Umsatz generiert für Partner und Eigenumsatz, Dutzende Personen gecoacht, 50.000 Euro und mehr in die eigene Weiterbildung investiert, über 100 Stunden in Analyse von erfolgreichen Büchern und Produkten investiert und habe schon bereits vielen Personen geholfen, zusätzlich Einkommen zu generieren. Und das hat mir auch ermöglicht, auch viele andere Personen kennenzulernen, ja, wie in Calvin Hollywood, Mary Buffett, die angeheiratete Tochter von Warren Buffett, den Tobias Beck, Hermann Scherer, Dirk Kräuter, David Chabilsky, Ralf Schmitz und ich war auch beim, mein Highlight, das ist mein persönlicher Favorit, ganz ehrlich, ja, bei Tony Robbins in London. Also da war ich natürlich nicht ganz vorne, aber immerhin, ja, konnte ich noch ein paar Plätze ergattern. Dann über 13.000 Menschen aus 67 verschiedenen Nationen da in London, also ein Wahnsinns-Event. Wenn du die Möglichkeit hast, wenn es wieder möglich ist, dann auf jeden Fall wahrnehmen. Meine persönliche Empfehlung. Allerdings kostet das Ticket da, ja, das ist eins der günstigsten, 800 Euro. Das ist schon auch nicht wenig, plus noch die Reisekosten. Aber das, darum geht es ja gar nicht. Es geht eben um diese Herausforderung. Wie bringe ich das Ganze dir so konkret und praxisnah rüber, sodass wirklich jeder, auch blutige Anfänger in dieser Strategie, schon allein nach diesem Training ihr eigenes Amazon-Starting-Business erstellen und damit in wenigen Wochen ein vierstelliges passives Einkommen im Monat generieren können. Du wirst also erfahren, wie du automatisierte Verkäufe erzielst und das mit Hilfe von Amazon, Audible und iTunes. Alleine mit diesem Wissen wirst du deutlich weiterkommen als so manch anderer. Du wirst erfahren, wie du deine Einnahmen steigern kannst und obwohl du weniger Zeit investierst und mit nur einer Arbeit 3 bis 6 plus verschiedene Einkommensquellen generierst, das kommt davon, wie faul du bist, ja, oder wie aktiv du sein möchtest, ganz klar. Und das nicht nur entspannt, sondern auch ohne Technik oder Marketingkenntnisse. Das ist ja auch wichtig, weil das hat dann nicht jeder unbedingt, dass er mitbringt. Ja, und ja, Ergebnisse anderer, zum Beispiel Katharina hier, die hat sich mal kurz zurückgemeldet, hat sie gesagt, ja, sie wollte mal nur was zeigen, wie sie eben, ja, oder mitteilen, dass sie eben hier 1.000-Euro-Marke geknackt hat nach 3 Monaten, ja, und hat ihren Zweitjob gekündigt. Also hier nochmal das vergrößert, du kannst es zusammenrechnen, sind etwas über 1.000 Euro. Ja, jetzt wird sie die 2.000 Euro Marke natürlich angreifen. Sehr, sehr cool. Gut, also der Leitfaden nochmal. Gehen wir zuerst auf die Fakten ein. Fakten. Zuerst möchte ich mal erstmal eins definieren. Passives Einkommen. Was ist denn das überhaupt? Ist ja aktuell auch ein bisschen in, der, so in aller Munde, kann man fast sagen. Ja? Das ist ein Einkommen, das auch dann hereinkommt, wenn du in der Arbeit bist, deinen Hobbys nachgehst oder im Urlaub bist. Ganz, ganz wichtig. Und Hand aufs Herz, du hast bestimmt schon viele leere Versprechungen und Shiny Objects gehört. Und da du hier bist, hat wohl nichts davon geklappt. Aber es ist nicht deine Schuld, dass du bisher nicht die Ergebnisse erreicht hast, die du dir wünschst und die du auch verdienst. Schließlich kannst du nicht das, was wir heute behandeln, zwar das Amazon Steinzeit Business oder Amazon KDP, Kindle Direct Publishing. Das heißt, wir veröffentlichen eigentlich E-Books und eigentlich sind das ja nur Word-Dokumente. Und das Beste ist, du musst diese nicht einmal selber schreiben. Das Amazon Steinzeit Business, deswegen nenne ich es so, weil es das älteste Amazon Business überhaupt ist. Amazon hat angefangen mit dem Online-Buchhandel und ist dadurch so groß geworden wie heute. Sie machen heute natürlich einiges mehr, aber das ist das älteste Amazon Business überhaupt. Und Amazon als starker Partner, er ist nicht nur der größte Online-Marktplatz weltweit, sondern er wächst ständig weiter. Und Amazon übernimmt viele Prozesse für dich. Ja? Und da Amazon weiter wächst, kannst auch du davon profitieren. Also Amazon KDP in Zahlen, Daten und Fakten. Zum Beispiel hier der Umsatz im Markt für E-Books. Nur in Deutschland siehst du hier 2014 274 Millionen Euro und 2020 869 Millionen. Das heißt, wir haben hier für 3,5-fachung
Ja, dann haben wir hier die Nutzer, du siehst auch von 5,6 auf 9,1 Millionen angestiegen. Auch hier haben wir 60% mehr Zuwachs, das ist auf jeden Fall mehr geworden. Dann haben wir hier den Umsatz, ja, Umsatzanteil von E-Books im Publikationsmarkt in Deutschland von 2010 bis zum Halbjahr 2020. Aktuell gibt es noch nicht mehr Zahlen, du siehst in 2020, ja, also 2010 0,5 und 2020, dem ersten Halbjahr nur, 7,5%. Es ist eine enorme Steigerung gegenüber dem Vorjahr praktisch. 2019 haben wir hier 50% nur in einem halben Jahr, im ersten Halbjahr, einen Zuwachs gehabt. Und insgesamt haben wir hier einen Wahnsinnsanstieg von 15-fachen. Ja, von 15-fachen von 2010. Das wird noch weiter steigen. Auch hier die Prognose vom E-Publishing-Umsatz. Ja, 2019 260 Millionen kann man sagen, E-Books und 2023 277,8. Ja, und auch hier nochmal Segment nochmal weltweit. Da geht man aus oder ist man ausgegangen von 2019 von 12,1 Milliarden. Ja, 12,1 Milliarden 2019 und 2023 13,5 Milliarden fast. Das ist ja immens, was da für Anstieg ansteht. Für E-Books, ja, nur E-Books. Ich meine, Taschenbücher kommen dazu, Bücher. Dann siehst du auch die Umsätze, die sind ziemlich stabil, ja, ziemlich stabil, immer bei 10 Milliarden ungefähr, knapp davor. Und du siehst, dass E-Books immer einen höheren Anteil haben. Das werden sie auch weiterhin haben, definitiv, weil es einfach sehr praktisch ist, wenn man verreist, auf Reisen ist und so weiter und so fort. Die Vorteile, die du mit dem Amazon KDP hast, ja, ist, du brauchst kein Startkapital. Das Ganze ist ohne eine Webseite möglich. Du bist unabhängig von Zeit und Ort. Es ist sehr einfach, ein E-Book zu produzieren und Amazon übernimmt Verkauf und Versand für dich. Es ist ein wachsender Markt und es ist komplett das Outsourcing möglich. Das heißt, es ist ein skalierbares, passives Einkommen. Aber nicht nur das, ja. Es geht ja noch weiter. Und zwar kannst du das Ganze ohne E-Mail-Liste, ohne Lager und Versand machen. Du musst dafür auch nicht in Vorleistungen gehen, brauchst auch keinen Kundenkontakt haben. Das Ganze geht ohne Technik- und Marketingkenntnisse, ohne, und das Beste, ohne etwas selbst schreiben zu müssen. Ja, das Buch zum Beispiel. Du kannst vollkommen anonym auftreten und das Verkauf ist 24/7 und weltweit möglich. Und du kannst damit dir ein passives Einkommen aufbauen, Traffic generieren für eine Website, was du eben hast, für Affiliate-Marketing nutzen, Leads für dein Business generieren, das ist jetzt genial dafür und jetzt kommt's, du wirst dafür noch bezahlt. Wenn ich mit dem Business gestartet bin, konnte ich im ersten Monat 248,45 Euro generieren. Also wenn ich so richtig gestartet bin, siehst du hier April 2018, im zweiten Monat, ja, Mai 2018, 1682,94 Euro generieren. Und dann habe ich es ein bisschen schleifen lassen im dritten Monat, ja, ohne jetzt was zu tun, noch immer 1597,19 Euro. Auch ein bisschen später, im September 2019, 1801,95 Euro. Auch da kaum etwas gemacht. Hier nochmal Oktober, 1207,81 €, Dezember 2019, 1038,30 €, ja und auch viel später nochmal im Januar 2021 über 2268,80 € und auch hier wieder lang nichts dafür gemacht, ja. Ich wollte schauen, wie ist es auf die lange Distanz hin und auch hier siehst du, es ist ziemlich stabil. Das ist, was so spannend ist im Ganzen. So, und wenn man ein Hörbuch neu erstellt, ja, hier habe ich mit drei Hörbüchern zum Beispiel 428 selbst generiert, was ungefähr ca. $642 entspricht. Ja, es ist hier in Dollar, das stimmt. Und hier sind 6 Hörbücher in 6 Monaten über 1804 selbst, was ca. 2706 Euro entspricht. Ich habe es gleich hier in Euro umgewandelt. Ja. Dann haben wir hier nochmal 6 Hörbücher in 8 Monaten, 2581 Sales, was 4129,60 € entspricht, vollkommen passiv. Ja. Denn dafür habe ich nicht mal Marketing gemacht, um ehrlich zu sein. Von daher ein richtig spannendes Thema. So, also ich sage, mein Verdienst im ersten Jahr waren 18.187,92 €, nur mit E-Books und Taschenbüchern. Ja, da ist noch nicht einmal Hörbücher und so weiter drin. Im zweiten Jahr, also hier ist nochmal das Dashboard, im zweiten Jahr schon über 25.959,56 €, auch hier wieder nur E-Books und Taschenbüchern. Auch hier noch keine Hörbücher und so weiter und so fort dabei. So, hier auch nochmal Auszug auf meinem Dashboard. Und nun meine Frage an dich. Wenn du auch
25.959,56 € mehr im Jahr hättest, wie würde es dein Leben denn verbessern? Würde es dein Leben denn deutlich verbessern? Ich denke ja, oder? Und wie könnte sich dein Leben mit diesem Zusatzverdienst überhaupt verändern? Was würdest du dir vielleicht leisten oder mehr leisten wollen? Das ist einfach da die Frage zu stellen, ja, sich mir das vorzustellen überhaupt, was man damit denn machen würde. Ja, und das ein Ziel einfach vor Augen zu haben. Ganz, ganz wichtig. So, jetzt gehen wir in das System hinein. Ja, Teil 2. Gehen wir mal ins System hinein. Dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Glaubst du, dass du ein gutes Buch schreiben kannst und trotzdem kauft es keiner? Ja, das geht. Das habe ich auch schon gemacht. Ja. Und glaubst du, dass du ein mittelgutes Buch schreiben kannst und es verkauft sich trotzdem wie blöd? Ja, auch das geht. Habe ich auch schon gemacht. Und gesagt, du musst es dann nicht einmal schreiben. Ja, das kannst du schreiben lassen. So, jetzt musst du wirklich mit 100% Aufmerksamkeit dabei sein, weil jetzt gehen wir die 6 Schritte bis zum Ziel durch. Erstens, muss eine profitable Nische finden. Ja, das heißt, in welcher Nische möchte ich mein Buch veröffentlichen? Das kann unterschiedlich sein. Das kannst du mal schauen, ob du irgendwie ein Hobby hast und, ja. Und auch ein Beruf oder sonstiges, da findest du ganz sicher eine Nische. Und auch, das gehen wir später mal rein auch. Wie findest du die profitable Nische? Wenn du diese Nische gefunden hast, dann machst du da Folgendes. Du wirst im zweiten Schritt ein E-Book schreiben oder schreiben lassen. Das heißt, du kannst selber schreiben, wenn du Spaß daran hast und willst, oder schreiben lassen. Das ist komplett outsourcebar und das ist der größte Block an Arbeit. Ja? Dann im dritten Step ein Cover erstellen oder erstellen lassen. Ich empfehle hier ganz klar, das erstellen zu lassen, außer du bist Designer, Designerin, dann ist okay. Dann kannst du auch selber machen, auch kein Problem. So, wenn das Cover gut ist, dann wird es auch verkauft. Ist es schlecht, wird es nicht verkauft. Das Cover ist das Erste, was gesehen wird. Ja? Ist ja ähnlich wie bei physischen Produkten. Je besser das Foto, also das Cover ist, desto eher wird es gekauft. Daher ist ein qualitativ hochwertiges Foto, in unserem Fall Cover, sehr, sehr wichtig. Ist das ähnlich bei physischen Produkten? Jetzt ganz ehrlich, diese Couch. Stell dir vor, du würdest diese Couch online sehen, als Anzeige. Ja, es ist zerrissen, es ist dreckig, es ist draußen, es hat Flecken, ist dreckig. Ja, würdest du diese Couch denn wirklich noch kaufen oder würdest du lieber diese Couch bevorzugen? Ich meine, schön dargestellt, sauber ist auch drinnen, da wo die Couch eigentlich stehen sollte, ja, in der Regel. Und schöner Kontrast, ja, zwischen der Farbe im Hintergrund und der Couch. Die Couch wird präsentiert. Also ich tendiere zur zweiteren, definitiv, ganz, ganz stark, dass ich diese Couch kaufen wollen würde. So, dann im vierten Schritt ist es, dass du das E-Book veröffentlichen müsstest. Und nun ist es so, dass du einen Titel und Beschreibung hinzufügst, dann das E-Book als Word-Teil hochlädst und da musst du noch die Kategorie bestimmen. Ja, du lädst nochmal dein Coverbild hoch, bestimmst auch noch den Preis. Voilà, fertig. Das Taschenbuch oder E-Book in dem Fall ist nun oben. Dauert ungefähr bei einem E-Book ca. 12 bis 18 Stunden, kann man 24 Stunden dauern, bis Amazon da durchgeschaut hat, geprüft hat, alles passt und es dann wirklich schlussendlich auf Amazon zu kaufen ist. Beim Taschenbuch ist es sehr ähnlich, das ist nur ein Klick praktisch, wenn man alles fürs Taschenbuch hochladen muss und auch das ist dann veröffentlicht und kann auf Amazon gekauft werden. So, im fünften Schritt gehen wir aufs Marketing hinein. So, Marketing ist für den langfristigen Erfolg sehr wichtig. Also musst du dein Buch auch entsprechend vermarkten. Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten und Amazon übernimmt die Arbeit aber schon teilweise für dich. Schauen wir es mal ein bisschen genauer an. Und zwar, wenn das dein Buch online ist, dann zeigt sie hier zum Beispiel an, ja, wird oft zusammen gekauft. Ja, hier zum Beispiel Low Carb für Anfänger, Low Carb für Berufstätige, allgemein Low Carb Rezepte und Kochbuch. Also siehst du, dass das zusammen gekauft wird. Auch da wird dein Buch ein bisschen promoted. Ja? Oder Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch. Da siehst du auch wieder, sind verschiedene Sachen gekauft worden. Oder du kannst auch bezahlte Werbung auf Amazon schalten. Das ist der Wahnsinn, weil, ganz einfach, Amazon hat eine perverse Conversion Rate. Und pervers meine ich mit 75-76%, das heißt, von 4 Personen kaufen 3 bei Amazon. Und das ist ja der Clou, das ist der Wahnsinn, ja. Teilweise schaltet Amazon auch für dich Werbung auf Google. Auf Google deswegen, weil Amazon einfach davon ausgeht, naja, wenn du schon relevante Sachen suchst, dann solltest du schon auf Amazon kommen und,
Warum schalten sie für dich kostenlos Werbung? Weil wenn jemand drauf geht, nicht nur dein Produkt kauft, dein Buch, sondern kauft noch was anderes in der Regel. Oder hat schon was im Warenkorb. Oder. Dann ist es so, dass Amazon auch E-Mails verschickt. Ja, du kennst es sicherlich auch, wenn du Amazon-Kunde bist, dann werden dir Produkte empfohlen. Und auch das kannst du nämlich bei Amazon bekommen. Das ist ja der Clou. Ja? Das heißt, wenn du eine E-Mail bekommst, da steht da empfohlene Produkte, kann auch da dein Produkt drin sein. Und das ist halt sehr, sehr spannend, weil Amazon für dich kostenloses Marketing macht. Also besser geht es ja gar nicht mehr, oder? Und nun im sechsten Schritt geht es um Outsourcing Automatisierung. Das heißt, du kannst bestimmte Schritte einfach automatisieren oder outsourcen. Ja, das heißt, du erstellst ein System. Dieses System arbeitet dann für dich und verdient für dich. Outsourcen kannst du zum Beispiel Cover, Bucherstellung, Marketing. Und damit hast du schon so gut wie alles outgesourced. Allein das Buch erstellen outsourced und Cover ist schon immens groß. Ja, das ist schon über 90%, 95% der Arbeit eigentlich schon. Was du machen musst, ist halt die Nischenrecherche. Ja? Das solltest du schon auch bei dir belassen. Also zusammengefasst. Erstens musst du eine Nische finden. Zweitens ein E-Book erstellen oder erstellen lassen. Drittens ein Cover erstellen lassen im besten Fall. Viertens E-Book veröffentlichen. Fünftens Marketing übernehmen. Und sechstens musst du dann einfach nur noch Outsourcing und Automatisierung betreiben. Ja, das sind die 6 Schritte, die deinen Erfolg auch nahezu garantieren. Und ganz ehrlich, die Garantie bist du selber. Vergiss es nicht. Du bist dein Garant für deinen Erfolg. Das kann dir niemand abnehmen, das musst du schon selber umsetzen. Das ist ja das Wichtigste. So, der Mindset für Erfolg. Wie liefere ich den größtmöglichen Mehrwert? Wie kann ich dafür sorgen, dass die Leser nach dem Lesen des Buches ihrem Ziel näher gekommen sind? Wie überzeuge ich dabei so, dass er, falls er die richtige Person ist, erkennt, dass eine Investition in mein Buch sein Problem lösen kann? Aber was heißt denn Mehrwert liefern eigentlich? Wird ja oft gesagt, deswegen lass mal kurz die Definition anschauen. Meine Definition von Mehrwert ist die Möglichkeit des Lesers zu lernen und Informationen zu erhalten, welche die Person zu einer positiven Veränderung verhelfen kann. Beispiel, wenn sie vorher ängstlich waren, nun zuversichtlich. Das ist Mehrwert. Ja? Durch das Buch haben sie einfach sind zuversichtlicher geworden. Wenn sie vorher kein Selbstbewusstsein hatten und nach dem Buch mit Übungen und so weiter definitiv mehr Selbstbewusstsein aufbauen konnten, das ist Mehrwert. Und wenn sie vorher wenig über Low Carb wussten, danach aber mehr, ist das auch ein Mehrwert. Vielleicht haben sie sogar ein Gericht davon gekocht aus dem Buch. Ja? Genau. So, aber ganz ehrlich, Informationen alleine helfen nicht. Das Problem ist, dass Free Content überall ist. Milliarden von Stunden auf Content auf YouTube sind vorhanden und Google hat sowieso alle Antworten. Das war eine Frage, warum sind wir dann nicht alle erleuchtete Millionäre mit einem Sixpack? Ja, ganz einfach. Das heißt, was wäre, wenn ich die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst hätte? Ja, das in eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gepackt hätte und du jemanden Mehrwert bietest und das in einer lukrativen Nische und diese einfache und geniale Schritt-für-Schritt-Anleitung, ja, wie wertvoll wäre es für dich? Ja, und ganz ehrlich, jetzt die echte Frage, weil dann weiß man wirklich, wie wertvoll es für einen ist, würdest du dafür Geld bezahlen? Das ist wirklich eine sehr wichtige Frage, ja, auch beim Buch, wenn ich den Mehrwert erkenne und sehe, würde ich für Geld bezahlen? Wenn ja, dann ist es wirklich relevant für mich. Wenn nicht, dann eher nicht. Deswegen funktionieren oft auch so Kosten und Sachen nicht so sehr, weil es ist kostenlos und ja, na, ist nichts wert. Was nichts kostet, ist nichts wert, wie man schon sagt, oft. Gut, im zweiten Monat, wie gesagt, hast du gesehen, was ich verdient habe, über 1.682,94 €. Dritter Monat nochmal 1.597,19 €. Dann im September nochmal 1.801,95 €. Oktober 2019 über 2.207,81 €. Dezember 2019 über 2.831,30 €. Ja, und jetzt vor kurzem im Januar 2021 über 2.268,80 €. Ja, und das halt wirklich ohne etwas gemacht zu haben. Ja, oder nahezu nichts gemacht zu haben. Ja, auch mit Hörbüchern, mit 6 Hörbüchern in 6 Monaten über 1.804 Sales, ca. 2.706 €, passiv. Und mit 6 Hörbüchern in 8 Monaten über 2.581 Sales, ca. 4.129,60 €, passiv. Mit Hörbüchern habe ich viel später angefangen, weil da die Registrierung nicht so einfach ist, gerade in Deutschland.
Aber ich kenne jetzt mittlerweile mindestens zwei Wege, wie man sich registrieren kann. Ja, und auf das eine, also das gehen wir später nochmal drauf ein vielleicht. Und ja, so kannst du auch mit Hörbüchern entsprechend Geld verdienen. Das heißt, im ersten Jahr über 18.187,92 € nur mit E-Books und Taschenbüchern verdienen. Auch hier im Dashboard nochmal. Im zweiten Jahr über 25.159,56 €, auch nur mit E-Books und Taschenbüchern, wie auch hier. Ja, und hier haben wir schon die Katharina ja schon gesehen, die gezeigt hat, ja, über 1.000 €, was sie da verdient hat, ja, und nun endlich ihren Zweitjob kündigen kann und sich mehr auf dieses E-Book-Business konzentriert. Wirst du mir zustimmen, dass es dir damit einfacher fallen würde, erfolgreich mit diesem Business zu werden, ja, mit dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung, dass es einfacher ist, erfolgreich zu werden, wenn man eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung hat? Wenn du nun eine einfachere und bessere Methode hast, Geld zu verdienen, dann solltest du sie dann nicht auch wirklich nutzen, um dir damit ein monatliches passives Einkommen aufzubauen? Eine wirklich wichtige Frage. Warum sollst du etwas anderes tun, wenn du etwas hast, was dir wirklich Geld einbringt? Ja? Sogar am besten noch passiv, wo du auch frei bist und es von überall aus machen kannst. Okay, jetzt haben wir nochmal kurz einen Recap. Du hast die ganzen Zahlen, Daten, Fakten kennengelernt, ja. Du hast das System kennengelernt, meinen Verdienst hast du kennengelernt im ersten Jahr, im zweiten Jahr. Du hast auch ein paar Ergebnisse von anderen gesehen. Jetzt gehen wir aber mal noch ins Thema Skalierung hinein. Es ist ja wichtig, dass wenn man ein Business aufbaut, dass man eine Möglichkeit hat, das zu skalieren. Das soll ja das System ja hergeben, weil sonst ist ja kein System. Ich kann zum Beispiel meine Arbeitskraft ja nur bedingt skalieren. Ja, ich habe nur mal 24 Stunden zur Verfügung, ich muss schlafen, ich muss essen und so weiter und so fort. Jetzt ist also die Frage, das System soll ja autark arbeiten. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich das denn skalieren, das Ganze? Ja, es muss ja skalierbar sein. So, die Realität ist doch die, dass viele Online-Business einfach zu komplex oder risikoreich sind und die Ergebnisse erst später ersichtlich sind. Aber es ist nicht deine Schuld, dass du bisher nicht die Ergebnisse erreicht hast, die du dir wünschst und jedoch verdienst. Schließlich kannst du nicht das, was wir heute behandeln und behandelt haben. Ja? Ein Business, bei dem du den ersten Erfolg siehst, macht dich automatisch glücklicher und erfolgreicher. Ganz klar, weil du bist einfach drin, du hast Glückshofgefühle, du hast Erfolgserlebnisse. Und das steigert eben dieses Momentum, dass du dabei bleibst, dass du weitermachst und das noch mehr willst. Du bist hungriger. Ja? Und das heißt, damit wird deine Qualität automatisch besser von deiner Arbeit, was noch zu noch besseren Ergebnissen führen wird. Garantiert. Jetzt fragst du dich vielleicht, Eugen, das hört sich alles schön und gut an. Ja, wo ist der Haken? Wie ist der zeitliche Aufwand? Ganz ehrlich, mit dem richtigen System brauchst du für eine Stunde am Tag. Ja, dann kommst du schon gut zurecht. Ist aber ganz klar, je mehr Zeit du investierst, desto schneller wird es auch vorangehen. Und desto mehr Geld wirst du auch verdienen und erfolgreich wirst du dadurch. Ja? Es ist ganz, ganz klar. Logisch. So, und das Beste ist, du kannst dieses Business einfach skalieren. Okay, wie denn überhaupt? Durch Outsourcing. Wir haben ja gesagt, du kannst Texterstellung outsourcen, Covererstellung kannst du outsourcen, Buchbeschreibung kannst du outsourcen, Marketing könntest du auch outsourcen und die Nischenrecherche im Idealfall auch. Das heißt, das Einzige, was du machen müsstest schlussendlich, ist dann alles nur noch hochladen. Hochladen und das war's. Hochladen, veröffentlichen, Preis bestimmen, that's it. Ja? Und das kannst du alles in einen einzigen Tag packen, wo du dann mehrere Bücher hochlädst und das dann halt die nächsten Schritte weitergibst, ja, in deinem Team zum Beispiel. Oder durch Automatisierung. Ja, du kannst einen Upload automatisieren, du kannst das Marketing automatisieren, auch die Nischenrecherche zum Teil mit Tools. Ja, also das musst du schon was tun, aber dadurch, dass du das nicht mehr, sag ich mal, händisch machen musst, sondern mit Tools machst, kannst du das dadurch, ich sag mal, semi-automatisieren. Ja klar, und Projektmanagement kannst du dann auch nochmal abgeben, dass du nicht mehr dich drum kümmern musst. Und damit hast du dann nur noch eine Stunde in der Woche. Aber auch hier ist klar, je mehr Zeit du investierst, desto schneller und erfolgreicher wirst du. Am Anfang, gerade am Anfang ist es wichtig. Aber später kannst du das eben outsourcen und du hast mehr Zeit und mehr, ich sag mal, Arbeitskraft. So funktioniert ja auch ein Unternehmen. Ja? Werkzeuge dafür wären verschiedene Checklisten, Tool, Vertragsvorlagen, andere Templates und Vorlagen, und natürlich auch entsprechend die Ressourcen dazu, ganz klar.
Jetzt gehen wir mal kurz in das Thema Verdienst nochmal hinein. Du hast ein paar Mal den Verdienst gesehen, aber dennoch lass uns nochmal kurz genauer einsteigen. Ja? Weil ich habe jetzt gesagt, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wie du mit Geld verdienst und nicht nur eine. Ja, also reden wir über Money, über Geld, was man ja in Deutschland nicht so gern tut, aber wir sind hier um das Thema Geld verdienen, möchten ja Geld verdienen, von daher sprechen wir auch darüber. Das heißt, wie kann ich mit Geld verdienen? Ja, einmal die richtige Arbeit zu tun und sich x-mal bezahlen lassen. Also, ich löse mal das Ganze auf. 5 plus Einkommensquellen. Erstens, hast du das E-Book. Zweitens, aus dem Taschenbuch, aus dem vorhandenen E-Book, kannst du auch ein Taschenbuch machen. Also, das ist die zweite Einkommensquelle. Taschenbuch. Drittens, wäre das Hörbuch. Du hast das E-Book schon, du hast das Taschenbuch schon, nun kannst du ein Hörbuch draus machen lassen. Ja? Dann Empfehlungen im Buch, also Affiliate Marketing. Dann bekommst du auch vom Amazon noch entsprechende Bonis. Ja? Sei es, wenn du einen bestimmten Rang erreicht hast mit deinem Buch als Autor oder wenn deine Seiten gelesen werden von bestimmten Teilnehmern, also Amazon-Kunden. Dann vom Staat teilweise auch. Und noch weitere Möglichkeiten, ja, Google und Co. Das ist dann der erweiterte Schritt, aber du kannst dann noch weiter damit Geld verdienen. Und klar, Leads für dein eigenes Business generieren, Leads für andere Sachen generieren, ja, Affiliate-Marketing und. Das ist ja auch alles noch möglich. Deswegen meine Frage, was würdest du tun, wenn du finanziell frei und unabhängig von Zeit und Ort wärst? Würdest du dann mehr Zeit mit deinen Freunden verbringen oder auf Reisen gehen? Würdest du mehr Zeit mit deiner Familie verbringen oder mit deinen Hobbys? Oder willst du ein schönes Auto fahren? Muss ja nicht gleich gekauft sein. Kannst du mal ausleihen, dein Traumauto zum Beispiel oder sonstiges. Ja? Als Motivation. Es geht hier nur allein um das Ziel vor Augen zu haben. Ja? Oder was würde es bedeuten, 10, 20 oder 30.000 Euro mehr zusätzlich zu haben? Ja, und es kann für dich ja bereits in 2 bis 3 Monaten Wirklichkeit werden. Du musst es halt nur richtig umsetzen. Mit dem richtigen System. Und du kannst dann arbeiten, wann du möchtest. Wo du möchtest und dich über mehr Freizeit freuen. Du kannst alles outsourcen, wenn du es möchtest. Musst du aber nicht. Du kannst es. Und du kannst dich dann über ein passives Einkommen freuen. Und Zusammenfassung, was wir bisher erfahren haben, ist, du hast meine Verdienste mit Amazon KDP gesehen, die Erfolge anderer Teilnehmer. Warum Amazon KDP so genial und einfach ist, die 6 geheime Schritte zum Amazon KDP-Erfolg. Und nun ist die Frage, was ist denn dein Ziel? Schreib's doch mal gerne in die Kommentare oder auf den Zettel, was ist dein Ziel? Ist es monetär? Ist es irgendwie mehr Freizeit zu haben? Freiheit? Das wird sehr, sehr wichtig. Denn wenn du in dein Navi kein Ziel eingibst, wirst du auch nirgendwo ankommen. Wenn du zu einem Taxifahrer sagst, ja, fahren Sie einfach irgendwo hin. Ja, wo soll er dich hinfahren? Wo fahrt ihr denn hin? Deswegen ist es so wichtig, deswegen waren vorhin die Fragen da, was ist denn dein Ziel? Wo willst du denn hin? Ja, wie gesagt, Aufwand, wenn du es richtig machst, oder am Anfang halt, eine Stunde am Tag reicht vollkommen aus. Klar, je mehr Zeit du investierst, desto schneller und erfolgreicher wirst du. Ganz klar und logisch. Ja? So, was kannst du nun tun? Durch Trial and Error lernen, was dich vermutlich viel Zeit, viel Nerven, viel Geld kosten wird. Warum? Ich weiß es ganz genau. Ich zeige dir mal was. Ich habe nämlich im August 2017 mit diesem Business angefangen. Ja? Alleine. Und ich habe hier zwei Bücher verkauft. Zwei. Ja? Es ist ja mal nichts. Februar 2018, so lang, also August 2017, 6 Monate später noch immer nur 8 Einheiten verkauft, weil ich alleine das gemacht habe. Da habe ich einen Mentor gefunden, ja, aus USA. Und damit ist es viel einfacher, denn er zeigt dir den richtigen Weg, spart viel Zeit und vor allem Geld. Schont deine Nerven, ganz, ganz wichtig. Er motiviert dich und macht dich erfolgreich. Weil, ganz ehrlich, es ist mein persönliches Glück, dass ich 6 Monate dran geblieben bin, mindestens, und dann einen Mentor gefunden habe, der es mir auch gezeigt hat, wie es funktioniert. Sonst hätte ich vielleicht aufgegeben. Das ist ja oft der Fall, dass man zu schnell aufgibt. Weil, wieso ein Mentor? Jeder erfolgreiche Mensch hat einen Mentor, mindestens einen Mentor. Ein Mentor hat den Weg bereits gemacht. Ein Mentor zeigt dir die Abkürzung und schützt dich vor Fehlern. Ein Mentor motiviert dich. Also die Frage ist, wie habe ich es geschafft? Na, ich habe jemanden kennengelernt aus den USA, der mir es ganz genau und Schritt für Schritt beigebracht hat, wie es funktioniert. Das Ergebnis, hast du gesehen, im ersten Jahr 18.187 Euro 92. Ja? Und die Frage ist, ob du es ganz auch so willst. Möchtest du das Ganze auch haben? Ich zeige dir einfach mit meinem Mentor im Mai, also hier sieht man April schon ein guter Anstieg gewesen, aber im Mai 1.010 Einheiten. Ja, im Juni
waren es dann ein bisschen weniger. Da haben wir 860 ungefähr gehabt, 870. Aber irgendwie ist zu 8 ist ein immenser Anstieg. Also, wieso ein Mentor nochmal? Ist ganz ehrlich, wer hat dir gezeigt, wie du Fahrrad fährst? Oder richtig liest und schreibst, wie Mathematik funktioniert? Ja, genau. Ein Mentor, Mentoren. Deine Eltern, Großeltern, Lehrer, Fahrlehrer, ja, beim Autofahren. Von daher auch ein Mentor. Die Frage, ist das für jeden geeignet? In der Regel ja, denn du kannst alles Autos, was du möchtest. Ja, was du nicht kannst oder nicht machen willst. Du kannst andere schreiben lassen, andere designen lassen. Du kannst von überall aus machen. Du brauchst also auch kein Experte darin zu sein. Weil jemand, der es für dich schreibt, der ist im besten Fall schon Experte darin. Und solche Leute suchen wir. Die haben Spaß an dem Schreiben. Die wissen, wie es funktioniert und die können das. Die machen das schon länger. Und das ist der große, große Vorteil. Für dir also eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, eine Abkürzung zum Erfolg, Checklist, Templates, Tipps und Tricks helfen. Würde es dir helfen, wenn du wüsstest, wie du eine profitable Nische findest, wie du einen verkaufsstarken Titel erstellst, wie du einen catchy Cover erstellst, wie du Ghostwriting Designer findest, wie du dein E-Book vermarktest. Würde es dir helfen, wenn du wüsstest, wie du eine virtuelle Assistentin findest, wie du möglichst viel outsourcest, wie du Bewertungen für dein Buch bekommst, weil keiner kauft gern die Katze im Sack, ja? Und wie du das Business profitabel laufen lässt. Würde es dir helfen, wenn dich jemand an die Hand nimmt, du fertige Nischen vorbereitet hättest, du ein fertiges System zum Nachbauen hättest, würde dir das alles helfen? Ist nochmal eine Frage. Wenn dir das alles helfen würde, deine finanzielle Freiheit zu erreichen, wenn du mehr Zeit für deine Hobbys, Familie, Freunde und für dich hättest, wenn du mehr reisen kannst und trotzdem viel Geld verdienst, je nachdem, was du eben für ein Ziel hast, das ist wichtig, Ziel, definier dein Ziel, ja, und mit so einem bewährten System, das ist, was ich dir vorstelle, ein bewährtes System, das funktioniert. Mehrmals getestet mit Erfolg. Ja, ist noch mal Verdienst, springe jetzt einfach drüber, habe ich ja schon erwähnt, ja, über 18.187,92, im zweiten Jahr 25.959,56, das haben wir schon gesehen, ja, meine Hörbücher haben wir schon gesehen. Und nun ist der nächste Schritt. Hier siehst du, 2018 habe ich hier einen Auszug zum Beispiel von über 1.032,06 €. Hier siehst du Wissenschaft, Fachbücher, Broschüren, Karten. 950 € einfach so extra. So, hier Affiliate Marketing nur bei Amazon jetzt in dem Fall. Ja, es sind noch andere Affiliate-Projekte dabei, aber ich kann jetzt noch nicht alle meine Affiliate-Projekte hier aufzeigen oder zeigen, weil das wird dann ein bisschen länger dauern dann. Das heißt, je nach Buch ja unterschiedlich. Aber nur auf Amazon. Einfach nochmal zusätzlich 820,68 €. Ich glaube, das ist auch okay, dass man einfach zusätzlich bekommt, ja. Dann hier nochmal im zweiten Jahr nochmal 545,18 €. Von daher siehst du das mal nochmal hochrechnet, ja. Start 950 €, Amazon nochmal dazu, das sind 19.972,10 €, was ich eigentlich nochmal verdient habe. Also 1.800 € mehr im ersten Jahr. Und dann im zweiten Jahr über 30.634,34 €. Ja, vom Start war das Ganze noch ausstehend, das kommt ziemlich spät. Die haben ein Thema, ja, und du siehst, es ist eine Steigerung von 53% von über 10.662,24 €. Jetzt die Frage, hast du auch so eine Gehaltssteigerung? Ich finde, das ist sehr, sehr interessant, ja, dass man sein Gehalt mehr oder weniger selber definieren kann. Je mehr man hier wirklich erfolgreich arbeitet, desto mehr bekommt man auch. Und ja, also mein Verdienst über 30.634,34 € im zweiten Jahr. Und ich habe meinem Mentor zu verdanken, dass er mir Schritt für Schritt beigebracht hat und gezeigt hat, wie es funktioniert. Und konnte ich 19.172,10 € im ersten Jahr erreichen. Und wie gesagt, auch hier, Katharina hat das geschafft. Hier die Martina, die hat es auch geschafft. Auch hier, was sind denn das? 1.300 knapp, ja. 1.290 € noch was, ja, 90,96 €, also 1.290,96 €, das ist ja auch okay, auch hier über 1.000 €, was sie geschafft hat, auch mega, ich meine, so ein 1.000 € ist so eine magische Grenze im ersten Step, und hier, der Stefan ist dann Überflieger, der hat gesagt, der Kurs ist der Hammer, ja, was ich da eben gezeigt habe, klare Anleitung, das Beste, was man aktuell bekommt und. Also, du bekommst wirklich alles hier, rechtliche Aspekte, Vertragsvorteile, Steuerthemen und, ja. Und warum es ihm so gefallen hat, er hatte gut reden, weil, er sagt auch, das ist, apropos, sagt hier, das Ganze ist ein echtes Geschäftsmodell und für den Preis absolutes Schnäppchen. Ja, warum? Ganz einfach.
Schauen wir uns einen Screen an. Das sind 5.200, 5.300, 5.000, über 5.400 Euro konnte er damit erwirtschaften pro Monat. Du siehst der E-Book, Taschenbuch, und dann noch die anderen Kleinigkeiten, die dazu kamen, ja, über gelesene Seiten. Der Wahnsinn, oder? Und das ist ein zusätzliches Einkommen. Egal, ob du es mit deinem Job zufrieden bist oder unzufrieden bist, ein zusätzliches Einkommen kann doch immer passen, oder? Und damit einfach mehr Geld zu haben, ist doch nicht verkehrt. Und damit wieder meine Frage zu deinen Zielen. Was wirst du mit tun? Wirst du mehr Zeit mit deinen Freunden verbringen? Mehr auf Reisen gehen, wenn man wieder darf? Wirst du mehr Zeit mit deiner Familie verbringen? Wirst du mehr Zeit für deine Hobbys aufwenden? Ein schönes Auto fahren? Was wirst du dich denn bedeuten, 10, 20, 30.000 oder mehr Euro zusätzlich im Jahr zu haben? Ja, also hier nochmal. Im ersten Jahr 19.172 oder 10 im ersten Jahr, 30.634 oder 34 im zweiten Jahr. Was würde es für dich bedeuten, so viel oder das Geld zusätzlich zu haben im Jahr? Okay, lass mal ganz kurz durchatmen. Es war jetzt sehr viel. Du siehst, ich bin da voll mit da voll Leidenschaft drin. Ich bin Feuer und Flamme, weil das ein richtig, richtig geiles Business ist, ganz ehrlich. Und jetzt in der kurzen Zeit, so komprimiert wie möglich, ja, meine Zeit ist hier begrenzt, komprimiert wie möglich meinen kompletten Prozess für die Dominanz von Nischen in Amazon KDP gezeigt. Du hast erfahren, wie die Prognosen sind, ja, du hast erfahren, wie viele User drin sind, wie viele Verdienste ich eingefahren habe, du Erfolge von anderen hast du gesehen, ja, Martina, Katharina, Stefan, du hast erfahren, wie du skalieren kannst, du kannst mit Outsourcing oder mit Automatisierung, du hast erfahren, wie hoch zeitlicher Aufwand ist, ja, wenn es ganz gut fährst und alles outsourcest, eine Stunde in der Woche, was echt nichts ist. Und nun meine Frage an dich. War unsere gemeinsame Zeit für dich bisher wertvoll? Hast du neue Erkenntnisse sammeln können? Bist du neugierig, wie sich dein Leben dadurch verändern könnte? Und sind dir bereits gute Ideen für Nischen gekommen? Ja, vielleicht hast du schon ein paar Ideen gesammelt. Und weißt du nun, welche Möglichkeiten des Geldverdienens damit möglich sind? Hast du deine Ziele schon realisiert oder anvisiert, besser gesagt? Wäre es fair zu sagen, dass dir all diese Techniken, das Wissen helfen würden, um auch für dich ein profitables Online-Business aufzubauen? Was sagst du? Möchtest du weiterhin nach Erfolg suchen, so weitermachen wie bisher, also ohne Erfolg, Zeit und Geld verlieren, dir den Kopf zerbrechen, zu ärgern, frustriert sein, dass wieder nichts geklappt hat, shiny object hinterherlaufen? Oder möchtest du auch diese oder bessere Ergebnisse haben, auch ein zusätzliches Einkommen zu haben, ein lukratives und seriöses Business zu haben, mehr Zeit und mehr Geld haben? Was hält den meisten ab? Ja, den meisten hält ab, Angst zu scheitern. Die denken, ich weiß nicht, wie man ein Buch schreibt. Ich kann kein Marketing, ich kenne mich mit Technik nicht aus, ich traue es mir nicht zu. Ja, oder ich bin nicht gut genug. Das sind alles limitierende Glaubenssätze, die dich einfach davon abhalten. Egal, ob du dieses Business machen würdest oder ein anderes. Diese negativen Glaubenssätze halten dich davon ab, dass du erfolgreich wirst. Oder Skepsis. Ich finde, Skepsis ist wichtig. Gesunde Skepsis, ja. Weil manche sagen, boah, ich weiß nicht, ob das ganze Business für mich funktioniert. Ja, ach, für mich funktioniert es bestimmt nicht. Ich weiß nicht, ob ich gute Nischen finde, guten Cover erstellen lassen kann und so weiter. Das sind unbegründete Skepsis. Das ist einfach nicht begründet, weil es ist ja bewiesen, ich habe es ja gezeigt, das funktioniert für viele andere ja auch. Ja, auf mich selber, für viele andere. Deswegen ist das keine gesunde und gute Skepsis. Ganz ehrlich. Und der andere Aspekt ist Zeitmangel. Naja, gut, ich habe keine Zeit, muss lang arbeiten, Familie, dies, das, das. Naja, die anderen, die ich gezeigt habe, die haben ja auch einen Job gehabt. Das heißt sogar zwei Jobs. Das heißt Familie. Und trotzdem haben sie es geschafft. Ganz einfach, weil wenn du eine Strategie hast, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, einen Wochenplan, dann ist es eigentlich sehr, sehr gut möglich, das alles umzusetzen. Andere haben Angst vor einem Investment. Naja, sie möchten kein Geld investieren, ja, die wollen einfach irgendwas starten, Online-Business, aber kein Geld investieren. Naja, du musst immer etwas investieren. Zeit oder Geld oder beides. Du kannst natürlich alles selber erlernen. Die Frage ist, hast du die Ausdauer dazu, das Durchhaltevermögen, die Zeit, dir alles anzueignen, die Lust auch dazu? Wenn ja, dann okay. Aber in der Regel musst du was investieren. Du musst immer was investieren. Zeit oder Geld oder beides. Ganz, ganz wichtig. Und das ist einfach unbegründet, ganz ehrlich. Auch das hält dich davon ab, erfolgreich zu werden. Jeder weiß, nur wenn du einen Samen pflanzt,
kannst du auch was ernten. Wenn du nichts pflanzt, kannst du nichts ernten. Ganz einfach. So im Business auch. Andere wollen nicht sichtbar werden. Ja, die wollen nicht mit Namen auftreten, möchten an diesen Chef und Freunde erfahren, Nachbarn. Das ist ja genial an diesem Business. Du kannst hier vollkommen anonym auftreten. Keiner wird wissen, dass du dich dahinter verbirgst und so weiter und so fort. Du musst nicht mit deinem Namen auftreten, wenn du nicht möchtest. Dafür kannst du ein Pseudonym nutzen. Vollkommen legitim. Oder Angst vor Technik. Nun, ganz ehrlich, die größte Technik, die du hier brauchst in diesem Businessmodell, ist eigentlich nur der oder die, dass du eigentlich nur Sachen hochladen musst. Ja, und dich ein bisschen mit Word auskennen solltest. Das war's. Also das, glaube ich, bekommt jeder hin. Heute habe ich ein Schritt-für-Schritt-System entwickelt, welches auf meiner gesamten Zeit Marketing und Amazon KDP beruht. Und ich bin mir sicher, dass du mit den Funktionen, die wir heute in diesem Webinar behandelt haben und sonst weiter nichts, es weiter schaffen wirst als die meisten. Und wenn das die einzige Option wäre, wäre es auch vollkommen okay. Was aber, wenn es noch einen weiteren Weg gäbe? Einen, der uns erlaubt, es gemeinsam anzugehen. Eine Chance, tiefer ins Thema einzutauchen, als wir es in einem einmaligen stark komprimierten Webinar jemals schaffen würden. Was, wenn ich eine aktive Rolle in deinem Erfolg spielen und Verantwortung für deine Ergebnisse übernehmen würde? Dich an die Hand nehme und dir eine Abkürzung zeige, sodass du meine Anfangsfehler vermeidest. Wie würde das deine Situation verändern? Glaubst du, dass ich dich in diesem Szenario mit all den mir zur Verfügung stehenden Ressourcen bestärken und deinen Erfolg, wie auch mit meinen bisherigen Studenten, zur garantierten Konsequenz machen würde? Angenommen, ich hätte Abkürzungen, Systeme und Einblicke, die dich schneller und einfacher zu den Ergebnissen bringen könnten, die du dir wünschst und du auch verdienst. Genau aus diesem Grund ist es mir eine große Freude, dir die einmalige Möglichkeit zu geben, die Strategie für nur 7 Euro zu erfahren, plus ein Gespräch mit mir. Die Geheimnisse vierstelliger passiver Einkommen pro Monat mit Amazon KDP. Du kannst einfach hier auf den Link klicken, unter einem Video, unter einem Workshop oder einfach auf incomebutler.com/chance2021 gehen und schon bekommst du diese Möglichkeit. Das ist ideal für dich, wenn du ein seriöses Online-Business aufbauen willst, ein profitables Online-Business aufbauen möchtest, das dir auch ein passives Einkommen einbringt. Wenn du bereit bist, für deinen Erfolg etwas zu tun und wichtig ist, du musst bereit sein, es umzusetzen, endlich erfolgreich werden zu wollen. Ja, wenn du das willst, perfekt. Und das ist ideal für dich, wenn du direkt an die Hand genommen werden möchtest. Ja, deine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erfolg heißt, wir gehen dann Schritt für Schritt für deine Anleitung durch, heißt, ich beantworte deine Fragen, bekommst eine kleine Struktur, Vorgehensweisen, sofort anwenden kannst, profitable Nischen findest und diese auch besetzen kannst. Ja, endlich Geld verdienen, mit dem du machen kannst, was du möchtest. Egal, mehr Freiheit, mehr Zeit, weniger arbeiten, mehr reisen, egal. Deswegen habe ich vorhin gefragt, was ist dein Ziel? Weil ohne Ziel kommst du nirgendwo hin. Mit einem Ziel kommst du auch an dein Ziel. Ja? Also, worüber sprechen wir nun in diesem Gespräch, wenn du jetzt auf diesen Link unten klickst und dir einen Termin sicherst? Ja, ich kann nicht mit jedem sprechen, das ist natürlich klar. Ich habe auch begrenzte Ressourcen, logisch, das habe ich ja vorhin gesagt. Ich kann meine Arbeitszeit nicht skalieren. So, also, worüber sprechen wir dann? Wir sprechen von 0 auf 100, das heißt, über die klare Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du dieses Business aufbaust, ohne Druck, aber mit Abkürzungen. Eine klare Nischenrecherche, ja, Schritt für Schritt, damit du verstehst, welche Nischen du verwenden kannst und welche du eben lieber, ja, links liegen lassen solltest. Heißt Ghostwriter, du erfährst verschiedene Quellen, wo du Ghostwriter findest, die günstig sind, aber dennoch eine gute Qualität abliefern. Vor allem erfährst du, was du bei einem Ghostwriter-Briefing beachten solltest, damit das Ganze auch möglichst günstig für dich wird, aber auch der Aufwand für den Ghostwriter weniger, deswegen wird es auch günstiger für dich und für beide macht es mehr Spaß. Ja, du erfährst also, worauf es bei einer Zusammenarbeit eigentlich ankommt. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, dann Designer, du erfährst verschiedene Quellen, wo du Designer findest, die günstig sind, aber auch deine gute Qualität abliefern. Zwar richtig gute Qualität, schon Erfahrung damit haben. Du erfährst, wie du deinen Designer gleich richtig briefen kannst, worauf es ankommt, ja, bei Zusammenarbeit auch wieder, so dass es für euch beide Spaß macht und ihr euch bald Zeit spart. Ja, einfach sehr, sehr wichtig, das ganze Thema. Damit das Buch verkauft sich durch ein richtig geiles Cover. Ganz einfach. Ja. Außerdem sprechen wir darüber, wie du Fehler vermeiden kannst. Du erfährst, wie du profitable Nischen findest, damit du dann auch Geld verdienen kannst. Ja? Du erfährst, wie du profitable Keywords findest, die gesucht werden in Amazon und die auch wirklich Geld einbringen. Außerdem ist ein wichtiges Thema, dass du Quellen bekommst, wo du eine
Markenrecherche durchführen kannst, damit du auf der sicheren Seite bist. Ganz, ganz wichtig, ja, nicht so geschützte Werke irgendwie verwendest, Titel, die dich in Teufelsküche bringen könnten. Deswegen diese Markenrecherche, dann bist du auf der sicheren Seite. Gilt übrigens für viele andere Sachen auch, nicht nur in dem Business. Marketing. Du erfährst, wie du dein Ranking steigern kannst, dass du bei den wichtigen Suchbegriffen ganz vorne stehst. Du erfährst, wie du Bewertungen erhältst, damit andere dein Buch noch schneller kaufen können. Du erfährst, wie du sowas, wie du das Ganze outsourcen und automatisieren kannst und was du auch sollst, damit du noch mehr Zeit für dich hast. Jetzt kommt zum sehr, sehr wichtigen und spannenden Thema, wie du eine ganze Nische dominieren kannst, dass die Konkurrenz hinter dir lassen kannst, sodass du ein sicheres Einkommen aufbaust, ja? Wie du einen Bestseller-Status erreichst und damit noch mehr Verkäufe erzielen kannst. Du wirst erfahren, wie du deine Konkurrenz in lukrativen Nischen übertrumpfen kannst. Außerdem geht es noch weiter und du erfährst, wie du ein Hörbuch erstellen kannst, denn du erfährst den geheimen Registrierungsprozess, ja, den die meisten noch gar nicht kennen, da das für Deutschland noch nicht verfügbar ist. Ja, sichere dir also diesen unfairen Vorteil. Das ist ein Prozess, es sind zwei Schritte, zwei Wege und beide sind nicht wirklich bekannt. Ja, da ist Amazon noch ein bisschen zurückhaltend. In Amerika ist es ziemlich einfach, aber in Deutschland noch nicht wirklich einfach. Und aus diesem Grund gibt es diesen Registrierungsprozess. Deswegen habe ich auch später mit den Hörbüchern gestartet. Also erfahre, wie du Hörbücher erstellen und langfristig davon profitieren kannst. Finde günstige Sprecher oder gar Sprecher des Hörbuch kostenlos für dich einsprechen. Ja, das ist das Spannende. So, was du alles nochmal bekommst, worüber wir sprechen, ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, einen zweiten Schritt über Ghostwriter und Quellen, Briefing, Designer-Quellen, Briefing, Fehler vermeiden, damit du kein Geld verbrennst, ausgeklügelte Marketingstrategien, Profitaktiken für Nischendominanz, wie du ein Hörbuch erstellst und damit, in diesem System, in diesen Punkten, konnte ich im ersten Jahr über 19.972,10 generieren, im zweiten Jahr über 25.959,56 nur mit E-Books und Hörbüchern. Mit allen anderen war es ein bisschen mehr. Also im zweiten Jahr, wie gesagt, über 30.634,34 und damit über 10.662,24 mehr, was einem Umsatzplus von 53% entspricht. Deine Chance ist, das heißt, du kannst das alles bekommen, ja, und erfährst, wie ich damit also schon über 50.606,44 in knapp 2 Jahren erzielen konnte und das sind noch nicht mal alle Umsätze. Du hast nun die Wahl. Möglichkeit 1, Möglichkeit 2. Möglichkeit 1 ist durch Trial and Error selber lernen, was dich viel Zeit, viel Nerven und viel kosten wird. Glaub mir, das weiß ich. Ja? Oder du übernimmst ein funktionierendes System, in dem bereits andere zwischen 1.200 und 6.000 Euro oder mehr pro Monat verdienen. Ja? Ich hatte hier die Katharina über 1.000 Euro im Monat, ja, über 12.000 Euro im Jahr. Hier die Martina über 15.491,52 im Jahr, wenn man es einfach hochrechnet. Und hier der Stefan. Ja, Spitzenreiter mit über 64.829,16 Euro, wahnsinnswert und das kannst auch du erreichen. Ja, er hat es auch geschafft, der Stefan. Das heißt, deine Chance, du kannst davon profitieren und jederzeit überall auf dieses Praxiswissen zugreifen, ja, weil du es einfach hast, das ist dein Wissen dann. Du kannst durchstarten und deine eigenen Profite mitmachen. Ja, der Warren Buffett sagt, die beste Rendite ist das Investment in dich selber. Und im Jahr 2019 habe ich über 1.140 Euro für Bücher ausgegeben, über 8.390 für Seminare und Kurse, also über 9.530 Euro circa 2019 für meine Weiterbildung. 2020 über 890 Euro für Bücher und über 39.450 Euro für Seminare und Kurse, also über 40.340 Euro in meine Weiterbildung. In 2 Jahren also ja, über schon knapp 50.000 Euro für meine Weiterbildung. Konnte damit eben verschiedene Menschen kennenlernen, auch da mich weiterbilden lassen oder einfach nur austauschen, kennenlernen. Genau, auch wichtig. Und das Beste ist, wenn du schnell genug bist, ja, dann bekommst du Infos für lächerliche 7 Euro plus Gespräch mit mir. Also dort reden wir das Ganze dann. Und das ist deine beste Chance, endlich durchzustarten. Einfach auf den Link klicken oder incomebutler.com/chance2021 eingeben. Wie gesagt, da meine Zeit begrenzt ist, sind auch die Slots begrenzt. Wir sehen, dass manche Slots nicht verfügbar sind. Ja? Aus diesem Grund solltest du schnell sein und dir auch eine Position suchen, einen Terminslot suchen und buchen. Und dort sprechen wir dann gemeinsam über dieses Business. Und ja, dann wirst du sehen, wie das Ganze auch für dich funktionieren könnte. Das ist mein Input, ja, es ist mein, ich sag mal, wie soll ich das sagen am besten, das ist mein Geschenk praktisch an diese Community,
Ja, es ist mein Geschenk an diese Community, das einfach die Chance zu geben, in diesem Jahr nochmal richtig schön durchzustarten, in diesem Jahr die Chance zu nutzen, ja, da viele in der Kurzarbeit sind und einfach sich verschiedene Veränderungen ergeben haben, hast du damit eigentlich die gute Chance, diese Zeit, die du zusätzlich hast, dafür zu nutzen, um gestärkt aus dieser, ja, ich sag mal, herausfordernden Zeit auch mal zu nutzen, ja. Wie gesagt, wir sind jetzt alle hier drin und dieses Business konnte von dieser Zeit profitieren, weil mehrere Menschen zu Hause sind. Mehrere Menschen zu Hause und können dann dadurch eben mehr E-Books, mehr Bücher, mehr Hörbücher kaufen und beschäftigen sich auch mit verschiedenen Themen. Und auch darüber kann man zum Beispiel ein Buch schreiben. Ja, so by the way. Also, nochmal, wenn das dich interessiert, du endlich durchstarten willst, dein 2021 zu deinem Jahr machen möchtest, diese Chance nutzen möchtest und endlich durchstarten willst mit einem Online-Business, das profitabel, lukrativ, seriös ist, ein nachhaltiges System aufbaust mit einem bewährten System, dann nutzt jetzt diese Chance auf incomebutler.com/chance2021 oder hier auf diesen Link klicken. So, das war's jetzt eins von mir zu diesem Thema. Jetzt würde ich sagen, gehen wir nochmal in die Frage-Antwort-Runde. Ja, also nochmal die Möglichkeit, die Fragen hier in den Chat reinzustellen. Und ich kann darauf besser eingehen, beantworten, alles, was noch übrig und offen ist. Also, los geht's!